Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Heute startet mal wieder ein PD Live Fall. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du dich natürlich auch. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt los und viel Spaß mit dem Video. Hier gibt es schon einiges für den Sommer, also sowas wie Badelatschen und auch Sandspielzeug, richtig schön. Und hier sehe ich auch gerade, gibt es richtig tolle und niedliche Sommerhüte. Gibt es auch eine echt große Auswahl, muss ich sagen, so an Mützen und Hüte. Hier habe ich gerade solche Kannen entdeckt, die kenne ich auch noch nicht. Ich denke, die sind auch neu, eignen sich, denke ich, auch wirklich richtig gut für den Sommer. Und hier sehe ich gerade, gibt es auch verschiedene Farben, also es gibt auch so durchsichtig. Und die grüne hier finde ich auch richtig hübsch, also für den Sommer, so mit Saft oder so, finde ich das richtig toll. Und dieses Glasgefäß hier ist auch ganz neu, 2 Euro kostet das, gefällt mir auch sehr gut. Und hier gibt es echt eine große Auswahl, auch für Tiere und auch so an Leckerlis haben die hier echt richtig viel, muss ich sagen. Also da haben auch schon mal einige gefragt, ja, es gibt hier auch Leckerlis. Hier habe ich auch schon so Sommergläser gefunden, gibt es auch in verschiedenen Farben, richtig toll. Schau mal, richtig toll für den Sommer. Ich suche auch noch so ein paar Glasgefäße, um was abzufüllen. Die hier kosten 55 Cent. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde mal überlegen. Und die hier sind ja mal auch richtig cool, so richtig neonfarbene Schüsseln. Heute wollte ich unbedingt mal nach den Blumen hier schauen. Ich wollte mir hier noch so einige aussuchen, um was zu dekorieren. Also ich habe so eine große Vase. Die hier finde ich richtig hübsch. Also so, die Sorte hier gefällt mir schon mal richtig gut. Was sagst du? Schreib es mir gerne mal unten in die Kommentare. Hier gibt es wirklich eine riesen Auswahl an diesen Blumen. Also ich kann mich hier gar nicht entscheiden. Auch so viele unterschiedliche Sorten und Farben. Also wirklich echt richtig schön. Also mir gefallen die wirklich sehr, sehr gut. Auch die Farben, die sind so schön. Die hier unten finde ich auch ganz hübsch. Ich glaube, ich werde sowas noch nehmen. Und sieh mal hier, hier habe ich gerade noch solche kleinen süßen Vögelchen entdeckt zum Dekorieren. Hier gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Farben davon. Die hier zum Beispiel sind auch richtig hübsch. Oder diese helle Farbe hier mit so einem hellblau und weiß, auch süß. Als erstes sind diese kleinen süßen Döschen hier in mein Körbchen gewandert. Die waren auch nur 1 Euro gewesen. Die sind ziemlich klein, du siehst es. Wenn du dich jetzt fragst, was macht man mit so kleinen Dosen? Also einmal für Gummibärchen ist sowas immer nicht schlecht für kleine Kids. Und was ich hier immer mache, ist, ich friere diese Dosen ein. Jetzt fragst du dich vielleicht auch, was friert man denn in so kleinen Döschen ein? Und zwar friere ich entweder gerne Kräuter ein oder auch gerne Ingwersaft. Und Ingwersaft braucht man ja gar nicht so viel, wenn man hier so ein Döschen reinen Ingwersaft hat. Wir haben eine Saftpresse, damit geht das sehr, sehr gut. Und ja, dann reicht das völlig aus zum Kochen oder auch mal zum Trinken. Wie gesagt, so eine Döschen hier reicht wirklich völlig aus. Ingwer ist sehr, sehr scharf, da braucht man gar nicht viel. Und daher nehme ich die einfach auch gerne, um etwas einzufrieren. Hier bin ich auch überhaupt nicht dran vorbeigekommen. Ich fand diese Glasdose hier so, so wunderschön. Das ist jetzt die mittlere Größe. Ich glaube, es gab noch ein bisschen kleiner und noch größer, länglicher. Und ich denke mal, dass ich mir hier auch noch Nachschub holen werde. Ich finde das einfach so schön, wenn man hier irgendwie was abfüllen möchte.
möchte und die dann vielleicht auch quasi so nebeneinander aufreiht in der Küche, dann sieht das wirklich einfach so, so wunderschön aus und ich denke mal, hier werde ich noch einige nachkaufen. Dann habe ich noch so ein bisschen Deko geshoppt und zwar Blumen. Ich habe nämlich so eine riesengroße Vase und da möchte ich jetzt einfach mal die Blumen neuern, denn die habe ich schon so, so viele Jahre und da möchte ich jetzt einfach gerne mal etwas anderes. Dann habe ich mich einmal für die entschieden, die ist auch sehr, sehr lang. Ich denke mal, die werde ich noch ein bisschen kürzen oder ja, man kann das so gut biegen. Und die war 4 Euro jetzt für die hier. Außerdem habe ich mich dann noch für die entschieden. Die hat gekostet 2 Euro und ich finde, die sehen wirklich richtig, richtig schön aus. Also so auch vom Weiten sieht man überhaupt nicht, dass die unecht sind. Also mir gefällt sowas unglaublich gut und vor allem, man hat es einfach auch wirklich ewig. Dann habe ich mich außerdem noch für diese zwei hier entschieden. Die haben jeweils gekostet 1,50. Die sind nicht ganz so lang, aber reichen völlig aus und ich finde es auch schön, wenn man so unterschiedliche Größen und Längen einfach hat. Und das hier fand ich ja auch richtig cool. Ich weiß gar nicht, wie man so eine Blume nennt. Keine Ahnung. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich habe da nicht so viel Ahnung. Und die hat gekostet 3 Euro und sieht auch so wunderschön aus. Ich hoffe natürlich, der heutige Live-Haul hat dir gefallen. Schreib mir etwas Nettes unten in die Kommentare. Darüber freue ich mich ganz besonders. Und gib mir doch auch gerne einen Daumen nach oben. Vergiss mich nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Ich würde sagen, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Bleib schön gesund und bis zum nächsten Video. Ciao!